Ghost Actual, hier ist Nomad. Schicken Sie Daten zu Griffin. Verstanden. Ihr Ziel heißt Alexei Lisizin. Griffin ist ein neuronales Ein-Mann-Terror-Netzwerk. Er überwacht die ganze Logistik bis hin zum Personal. Stone würde niemandem sonst die Herstellung und Lieferung des neuen Gasdrohnen-Prototyps anvertrauen. Griffin ist das Herzstück dieser Operation. Wenn wir ihn töten, wird die ganze Maschine lahmgelegt. Er ist eine ehemalige FSB-Einsatzkraft, darauf spezialisiert, Spionagezellen in fremde Länder einzuschleusen. Aber er ist paranoid, pedantisch. Ich habe einen Informanten erreicht, der Ihnen weiterhelfen kann. Ich schicke die Koordinaten. Hab sie. Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zur Eliminierung von Griffin. So, jetzt müssen wir erstmal den Informanten finden. Oh, 2 Kilometer entfernt. Können wir bestimmt beim Fallschirm hinspringen. Ja, es ist erst ein Aufnahmetag nach der letzten Folge von letzter Woche. Deshalb immer noch etwas angeschlagen in der Stimme. So. Oh, das ist verdammt weit. Hoffen wir mal, dass wir es soweit schaffen. Das sieht schon cool aus, ganz ehrlich. Ach ja. Wenn die Optik jetzt nur noch zur Atmosphäre in der Spielwelt passen würde. So geile Optik und dann eine dichte Atmosphäre wie bei Wildlands. So. Das wäre schon geil. Ich hoffe ja wirklich, dass der nächste Teil der Reihe, der nächste Mainline-Titel, dass der wirklich wieder eine richtig geile Atmosphäre bieten wird. Und nicht so ein blödes, ja, Ausgangssperre, Kriegsrecht, Szenario, wo draußen nur Gegner unterwegs sind. Frontline, Ghost Recon Frontline, wenn es denn am Ende wirklich noch Ghost Recon Frontline heißt und nicht nur Frontline, ist ja kein Mainline-Titel, sondern wenn dann nur ein Ableger quasi. Gut. Haben wir es fast geschafft bis hin. 1,5 Kilometer geflogen. Ja, nice. Oder gegleitet. Geglitten? Oh, egal. Im Fallschirm gefallen. Wir brauchen eine Pause, Boss. Ich brauche eine Pause. Ihr braucht keine. Ihr habt keine Ausdauer. Ei, wer schießt denn da? Hallo, die Herren. Motorräder. Heli haben sie auch noch. Moment mal, warum haben die einen Heli? Habe ich die Sachen nicht ausgemacht? Die Heli-Patrouillen an? Habe ich alles an? Nee. Ich glaube nicht, ne, weil... Okay, Einsatzziel abgeschlossen, was? Gebäude erkunden. Ich weiß ja nicht, welches da... Oh Gott, ich weiß, wo es ist, ne, aber... Ich muss mal gerade gucken. Weltparameter? Oh, tatsächlich alles an. Aber wir hatten echt schon lange keine Azrael-Drohne mehr, oder? Wenn das die ganze Zeit an ist. Das verkantet. Um Gottes Willen. Also wenn das. Also wenn das an ist, dann ist es ja schon. Och man, ich laufe den Rest. Dann ist das ja schon an seit dem Beginn von Episode 3. Und wir hatten, ich glaube, eine Azrael nur, oder? Oder hatten wir überhaupt eine? Oh, das ist ein Gegner.
klarer Schuss, Ghost. Hallo, du. Wir werden hier draußen sicher nichts finden. Scheiße. Sentinel hat meinen Mann umgelegt. Oh, shit. Ich wünschte, ich hätte was tun können. Oh, shit. Well. Muss ich den Typen da verhören? Hey, du! Ich habe jemanden in Sicht! Da unten kommen noch andere. Ruhe, die haben uns bemerkt. Ja. Komm, ich geh jetzt da rein, verhör den. Ja, Bewegung! Das war sehr nah. Der Sound zumindest war sehr nah. Schöner Treffer! Dankeschön. So, jetzt aber. Wer hat seinen Tod befohlen? Ich kenne seinen Namen nicht. Interessiert mich auch nicht. Er klang russisch. Wo finde ich ihn? Ich weiß es nicht. Ich befolge nur Befehle. Ich weiß nur, dass mein Ziel in diesen beiden Zentren gearbeitet hat. Okay. Dann stirb. Lagerhalle und Frachthafen. Spur verfolgen. Okay. So, da ist der Frachthafen. Und da ist das andere Ding. So, was soll man genau machen? An diesen beiden Positionen befinden sich Trucks. Was soll ich da machen mit den Trucks? Ich sehe die Trucks hier. Wieder beide Einsatzziele erledigt. Komisch. Okay, also auf jeden Fall ist das Ziel hier. Hören Sie einen Soldaten vom Güterbahnhof und finden Sie heraus, wo sich die irgendwas. Da unten ist einer mit Infos. Da springen wir direkt im Fallschirm hin, würde ich sagen. Moment, ich muss vorne dran landen. Ne? Ich glaube, da gibt es Scharfschützen, oder? Ist das hier? Ich glaube, es gibt da zwei Scharfschützenstellungen, wenn das der Ort ist, von dem ich meine, dass es ist. Das ist einer. Und einer müsste dann auch irgendwie da drüben sein, glaube ich. Ja, ja, genau, ist der Ort, von dem ich... Genau der Ort, den ich dachte. So, okay, das waren die Scharfschützen. Und das ist natürlich kein Sentinel mit Infos, sondern ein Zivilist. Ich mache einen Scan der Umgebung. Ja, mach mal. Da hinten hat Infos, okay. Gut aufpassen, da sind eine Menge Feinde auf dem Scan. Ich glaube, hier gibt's Geschütze. Was wiederum bedeutet, ich müsste den Generator ausschalten. Bitte.
Ich bin nicht hier. Delta-Team? Hey, das bin ich. Hey, das sind wir. Ich bin das. Krabbel hoch, Mann! Wieder zurück. Ich glaube, das war knapp. Wo ist dein Boss? Ah, okay. Was weiß ich? Der sagt mir gar nichts. Funktion, Fracht, Trucks, alles ist ihm wichtiger als Menschen. Welche Trucks? Die Lieferung. Er ist wie besessen von den Trucks, die diesen neuen Drohnenprototyp transportieren. Oh mein Gott, er wird mich umbringen, weil ich ihm das gesagt habe. Die Fracht ist ihm wichtig, hm? Wo finde ich die? Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ein Verzeichnis, das Ihnen weiterhilft. In den Büros der Logistikcenter. Er tötet jeden, der diese Drohnen auch nur schief anguckt. Oh, naja, egal. So, das Verzeichnis hacken. Ach, du Scheiße. Oh, was? Was wollen Sie denn? Ich will gar nichts eigentlich, aber weil du so ein schönes Hi. I über dem Kopf hast. Ich könnte ein paar Infos gebrauchen. Das war wirklich alles. Super, danke. Also ohne den Reflexschuss wären wir jetzt übel aufgefallen eben. Aber die Reflexschussfähigkeit ist schon nice. Ich scanne die Umgebung. Damit sind wir klar im Vorteil. So geht das, Boss. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade voll Bock, die alle umzubringen. Shit! Sie greifen an! Da kommen sie! Es kann nicht schaden, sich das anzusehen. Man weiß ja nie. Sehen wir nach. Guter Schuss. Hat Spaß gemacht. Ja, töten macht Spaß. Genau. Vollkommen out of context. So, beschädigtes Verzeichnis, alles klar. Es ist nicht lesbar. Vielleicht wollte Griffin seine Spur verwischen. Vielleicht gibt es im anderen Logistikcenter noch eins. Müssen wir jetzt doch in das andere? Na toll. Wir sind stark in der Unterzahl. Vorsicht! Bitte! Lassen Sie mich in Frieden! Schnappen uns einfach so einen LKW in Hornung. Okay. Hau rein. Ich hol dich wieder ein. Ja, wer steigt ein? Hallo? Wer steigt ein? Achtung, Eindringlinge! Niemand. Alles klar. Komme ich denn da hinten am besten hin? Vielleicht zuerst mal gucken sollen. Das ist hier, ne? Ja, da die Straße entlang und dann nach der Brücke die Seitenstraße. Alles klar. So. Beruhigt sich, was sie nie. Fixet ist es. Ja, jetzt darfst du. Schieß doch auch. Warum schießt du denn nicht? Fixet mal wieder nutzlos wie immer. Oh, weißt du was, komm, ich erledige das selbst. Die Drohne ist kampfbereit. Hörst du? Weiter, genau so. Eins getroffen.
Mensch, Fixit, wegen dir bin ich verwundet. Nee, nur weil ich noch aus Versehen noch die Pistole ausgewählt hatte. Ist nicht deine Schuld, dass du ihn nicht getötet hast. So. Schnelleres Auto. Alles einsteigen. Ich zu langsam. Du verachtest kein Job mehr. Die Drohne ist ausgeschaltet. Mein eigentlicher Plan bei dieser hirnrissigen Aktion war ja, dass ich das Auto an den Zaun stelle und dann über das Auto über den Zaun kletter. Kannst weiterkämpfen. Kann weiterkämpfen. Das ist aber nett. Okay, dann. Feuer! Gib mal Gas. Ach du Scheiße. I'm a tad bit wounded. Oh oh. Oh oh. Es kommt davon, wenn man sich beeilen will. Schon wieder verwundet. Alter. Wow! Granaten werfen ist unfair. Oh je. Kameraden sind alle tot. Das heißt, wenn ich sterbe, bin ich tot. Sowas. Dann kann ich nicht mehr wiederbelebt werden, meine ich. Bandagen mehr? Doch. Aber ich bin zu stark verwundet, das dauert zu lange. Oh wei wei. Das war's mit den Bandagen. Lad mal nach, sicherheitshalber. Wo liegen unsere Kameraden? Ich muss mindestens einen wiederbeleben, damit er die anderen wiederbeleben kann. Oh, hallo. Da liegt einer. Du bist tot, hörst du? Halt durch. Ich hoffe, es reicht noch. Ich hoffe, es reicht noch. Wieder gut. Ja, gut. Danke dir. Komm, hol's dir einen Bonus. Gleich fertig. Los, Yuri. Du willst dich. Du willst dich platt machen. Komm, 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 Fury! Fury hast du aber geschafft. Der Funker ist schon mal weg. Guck mal, da kommt einer von rechts, Fury! Fury! Das verschafft uns ein bisschen Überblick. Ein Schwergewicht. Scheiße, ja! Well. Lass mich einsteigen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mich noch schnell bewegen kann. Alter Schwede. Alter Falter. Erstmal noch eine Spritze in den Arm rammen. Damit ich wenigstens nicht mehr diesen roten Schleier habe. Und dann müssen wir mit der Karre fahren. Denn zu Fuß sind wir jetzt zu langsam. Macht sie!
Oh je, oh je. Scheiß Gascontainer. Scheiß Gascontainer, Mann. Ah. Manu, naja, aber war ja eh alles von vornherein fuber. So, jetzt aber Bandagen, alles haben wir wieder, wunderbar. Gehen wir das Ganze jetzt etwas klüger an. So, jetzt hatten wir unseren Spaß. Was müssen wir genau machen? Das Verzeichnis in der Lagerhalle hacken, okay. So. Machen wir erstmal, wie es hier genau ausschaut. Der Scharfschütze da oben, der mich das erste Mal getötet hat. Wo ist der Computer in der Lagerhalle, den wir hacken sollen? Das hier ist eine Lagerhalle, ne? Oder ist das die Lagerhalle? Ein Haufen Leute mit Infos hier. Ach so, genau, das sind die Leute, die ich befragen soll, wo der Computer ist zum Hacken. Okay. Na gut. Jo, mach mal Fury. Fury. Der Scan zeigt einen Scharfschützen. Umbleiben. Angriff! So. Okay. Leiche entdeckt. Noch ein Scharfschütze. Jo, ich bin Sonic. Jo. So, läuft bis jetzt eigentlich ganz gut. Bis auf, dass sie halt eine Leiche entdeckt haben, aber gibt Schlimmeres. Einen Informanten habe ich flachgelegt. Im wörtlichen Sinn. Ist noch welche? Informanten grundsätzlich flachlegen und nicht töten. Kopfschuss sind nämlich direkt tot. Zumindest im Kopfschuss von mir. Ach man, ich sehe nichts. Ach, das ist nur eine. Richtig gut. Haben wir da noch welche? Shit. Das hat jemand gesehen. Wir wurden entdeckt. Die wissen, dass wir hier sind. Ich hab doch auch noch einen Scan. Das mache ich auch. Scheiße. Nicht schlecht. Ach, da ist ein Tor davor. Verdammt. Natürlich weiß der genau, wo wir sind. Los, komm! Schauen wir mal, was wir hier haben. Damit sind wir Ihnen einen Schritt voraus. Nein, die holen Verstärkung. Die VIP versucht zu fliehen. Kontakt! Sauberer Schuss. Shit, shit, shit! Sehr gut. Wobei. Verwundet, aber ich muss den unbedingt verhören. Brauchen die Info. Was muss ich dazu wissen? Raus damit! Bitte, ich will nicht sterben. Ich habe dir alles gesagt. Vorsicht! Militärische Verstärkung im Anmarsch! Ach du Scheiße. Ein Heli! Weit ausgeschaltet!
Das bringt den Heli als Verstärkung. Was soll die Scheiße? Nein! Hast du dich jetzt? Verstanden. Der Bote ist ausgeschaltet. Schießt ihn recht. Was ist gerade mit dem Heli passiert? Ich sehe mich hier mal um. Oh, schalt den vorab. Wo ist der Heli? Unser Heli kann auch schießen. Da ist er. Danke, der Boden ist leer. So, ab in den Heli. Was das? Nee. Ich glaube, das könnte es gewesen sein. Jetzt verarzte ich mich erstmal und dann gehen wir hacken. Ich glaube, das war's. Hier muss es interessante Daten geben. So, das lief diesmal doch deutlich besser. Das ist die Treppe. Gibst du vielleicht mal deinen Stuhl wieder auf? Oh mein Gott! So, ein Verzeichnis wichtiger Lieferungen. Gut, alles klar. Die kostbare Fracht ist in diesem Truck. Sieht aus, als könnte ich den Truck stehlen und Griffin zu mir locken. Laut dem Verzeichnis gibt es dort einen idealen Ort für einen Hinterhalt. Oh nee, ist das die Mission, die ich denke, dass es ist? Och nö, bitte nicht. Bitte nicht. Wenn es die Mission ist, von der ich denke, dass es ist, dann ist das echt nicht schön. Dann mag ich die Mission nicht. Mach los, ich komm nach. So, wer kommt mit mir? Och nö, nicht Fixit. Ich mag Fixit nicht. Weil er eben nicht geschossen hat. Miep, miep. Miep, miep. Guten Tag. Das könnte hässlich werden. Könnte. Keine Ahnung, wo ich hier rumfahre. Ob das überhaupt richtig ist, wahrscheinlich nicht. Halt! Halt! Nein! Nun. Ich hoffe, ich komme da wieder hoch. Oh nein, ich habe ein Reh überfahren. Verdammt, das tut mir leid. Tut mir leid, Bambi. Vielleicht sollte ich mal gucken, wie ich... Ja, einfach auf die Straße und nach rechts. Ach du Scheiße! Und besser könnte es nun wirklich nicht laufen. Es fehlt nur noch, dass ich den Truck irgendwo verhake. Kann ich da hoch? Geht das?
Natürlich nicht. Oder? Doch, doch, doch. Ja, ja. Nein. Blöder Baum. Muss der da stehen? Los. Ja. So. Oh, nein. Scheiße. Na dann, fuck. Alter Schwede, kommt da ausgerechnet jetzt ein scheiß Zug? Was ein Chaos. Was ein Chaos. Los geht's. Jetzt muss ich immerhin nur noch den Truck stehlen. Allerdings ist das wieder alles voller Gegner. Ach ja. Das haben wir allerdings ein Problem. Also bei der letzten Mission ist, also bei der letzten, na, wenn wir den Truck abgeliefert haben. Ja, na toll. Wurde schon gesehen. Wir müssen hier hin, glaube ich, oder? Nee. Dahin müssen wir. Das heißt, wir fahren dann raus und fahren auf der Hauptstraße nach rechts und dann wieder nach links. Okay. Ups. Schütze öffnet gleich das Feuer. 20.000 für dich. Schick. Ohne Gestalt. Viel Personen verschafft uns mehr Feuerkraft. Fix it. Scheiß auf den Schalldämpfer. Augen auf. Sieht euch gut. Ich schütze mit rein. Voll getroffen. Ein bisschen mehr Chancengleichheit. Langsam machen wir Fortschritte. Keine Ahnung, warum ich auf den Jesus voll unnötig. Eieiei. Ich gebe mal Feuerbefehl. Zeig ihn! Roger! Geht klar. Scharfschütze, Feuer! Ghostly, Zone außer Gefecht. Mehr Feuerkraft hätte jetzt nicht Granate kommt! Oben ist er. Nicht schlecht. Der Baum ist aber im Weg. Wow, Respekt! Njum. Au! Dann schon wieder verletzt. Verwundet. Oh, toll, das war's. Ach, Mann. Wenn man gerade direkt am Anfang schon wieder entdeckt wird, ne? Was wird das jetzt für ein Chaos? Ich kann euch sagen, warum es jetzt so ein Chaos wird die ganze Zeit. Ich nehme das Ganze wieder in meiner Pause auf. Danke. Und ich habe halt nicht ewig Pause. Und ich will die Mission gerne noch in der Pause noch fertig kriegen. Was brennt da hinten? Hoffentlich nicht der Truck, den ich bauen soll, oder? Das sollte Schaden anrichten. Der Haut verletzt. Der ist weg. Fixit wurde erwischt. Ich meine, man kann den Truck eigentlich auch stehlen, ohne entdeckt zu werden. Also zumindest. Also man kann hier durch den Zaun oder über den Zaun, da hinten rüber und dann in den Truck. Das geht schon. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich das mehrmals gemacht habe. Ich glaube sogar einmal in einem Video. Kann das sein? Nehm den einfach mit. So. Hab leider keine Bandagen mehr. Werde ich mir gleich welche bauen müssen. Denn
Gleich geht's ziemlich zur Sache. Nach rechts, habe ich gesagt, ne? Und dann wieder nach links. Brücke und dann die nächste Seitenstraße wieder nach links. So, aber welche jetzt? Das ist gar nicht die richtige. Die ich will, ist weiter da, da. War nur ein Trampelpfad. So, jetzt sind wir wenigstens auf dem richtigen Weg. Hallo, die Damen. Oh nein. Ich hoffe, wir haben wenigstens einen Checkpoint und dass wir nicht wieder den LKW klauen müssen. Muss der LKW einen Wendekreis haben wie ein LKW? Mein Gott. So, jetzt mache ich aber erstmal wieder Bandagen craften. Denn und alles andere auch. Denn hier geht's gleich mächtig ab. So, dann noch direkt noch mal eine nach. So. Gutes Ding, Ghostlead. Dankeschön. Die Infos, die nerven mich. Ich sammle die jetzt. Das war einer, glaube ich. Hinten dran einer. Nach Afghanistan hatte ich monatelang Albträume. Hm? Scheiße! Scheiße, ein von uns! Richtig gut. Einer außerhalb noch. Wo ist der hin? Ist der da runter? Genug davon. Wir werden sowieso nichts finden. So. Guter Schuss. Das war's. Alles klar. So, und jetzt Schalldämpfer ab. Gleich geht's nämlich rund hier. Ja. Vielleicht sollte ich erstmal noch ein paar Minen legen. Simultanschussdrohnen. Ich glaube nicht, dass ich die brauche. Fernglas brauche ich auf jeden Fall nicht. So, die Gegner kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hauptsächlich von da oben. Und Griffin kommt mit einem Kampfheli. Ach, hey. Diese Mission mag ich gar nicht. Gar nicht. Jetzt mal alles verminen rundherum. Nur zur Sicherheit. Dann auch eine Mine dahin vielleicht. Eine dahin.
Noch eine hier mitten rein. So. Ich weiß, dass du zuhörst und ich kenne deinen Plan. Ich habe den Drohnenprototypen, den du für deine Operation brauchst. Du hast die Wahl. Entweder antwortest du und stellst dich mir, oder du bleibst, wo du bist und hörst zu, wie deine kostbare Fracht explodiert. Ohne die Drohnen bricht das Getriebe der Operation, die du so sorgfältig geplant hast, zusammen. Okay. Du bist ein Fan von Pyrotechnik. Es geht los in 3, 2... Das wirst du noch bereuen, Ghost. Gut, in ein paar Minuten ist dir die Kacke am Dampfen. Dann mache ich mich mal hübsch. Ja, jetzt geht's gleich rund. Aber ich hätte aber noch genug Zeit gehabt. Dann lege ich halt hier an den Hügel noch ein bisschen Explosivkrams hin. Okay, das war's. Mehr habe ich nicht. Okay, aber ich rüste schon mal Raketenwerfer aus. Und was kann ich denn noch? Ich glaube, Drohnen kommen keine. Schadenswiderstand wäre, glaube ich, ganz gut. Verletzungsresistenz wäre, glaube ich, noch besser. Ich kann ja beides machen, ne? Und jetzt noch? Oder wird das überschrieben? Ich weiß es gar nicht. Das sehen wir gleich. Wird überschrieben und scheint auch den Bonus vom Biwak zu überschreiten. Ah ne, der ist ja gar nicht mehr da. Der Biwak-Bonus ist ja gar nicht mehr da, weil ich gestorben bin. Mehrmals. Nun. So, hier haben wir einen Gaskanister. Was machen denn Zivilisten hier? Was soll der Scheiß? So, noch C4. Lass sie schießen! Ich meine, wir haben da eine Mine, aber... Kampfdrohne in der Luft. Und zur Sicherheit. Okay, Feuer frei. Feuer frei! Roger, wir feuern. Okay, los. Machen wir Spalette das Hand. Oh, ich stelle mich ab. Das kriegen wir hin. Okay, von unten kommt auf jeden Fall ein Minigunner. So wie es sich anhört. Drohne deaktiviert. Sehr gut gemacht. Mann, wäre auch zu schön gewesen. So, zu mir. Bei mir neu gruppieren. Verstanden, wir kommen. Habt ihr gerade gesehen, wie die da gespawnt sind? Habt ihr das gesehen? So, und jetzt nochmal Feuer frei. Schießen! Schießen! Jawohl! Jetzt geht's los. Oh! Griffins Besessenheit war sein Untergang. Ich hab direkt getroffen! Ich muss Dorn veraltete Drohnen für seinen Angriff benutzen. Wurde diese Mission genervt? Oder bin ich einfach nur krass gut? Die beruhigen sich wieder. Alles klar. Handgranate! Das können wir gerade nicht. Daumen drücken. Jetzt mal ohne Witz. Wurde die Mission genervt? Ich hatte die sehr schwer in Erinnerung.
Ich hatte das wirklich sehr, sehr schwer in Erinnerung. Aber das war echt easy gerade. Habe ich hier nicht auch noch eine Mine hingelegt? Oder war das die? Ich höre Wolves. Gibt es vielleicht noch einen Abschlussfunkspruch mit Meister Yoda? Mitchell, meine ich. Scheinbar nicht. Na gut. Dann war das wohl die Sache mit Griffin. Cool. Gut, dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.